Servus Leute, Shady von Domino Duo. In der heutigen Folge würde ich mit euch gern über den neuen Pokémon-Film I Chose You reden und nicht genau über den ganzen Film, sondern über eine einzige Stelle, die ziemlich gegen Ende gekommen ist. Und ich muss ehrlich gestehen, mich hat sie ganz schön entsetzt. Aber ich würde sagen, wir hören uns nach dem Intro. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein fang ich sie mir, ich kenne die Gefahr. Ich streife durch das ganze Land, ich suche weit und breit das Pokémon, um zu verstehen, was ihm diese Macht verleiht. So, da haben wir auch das Intro hinter uns. Ich würde sagen, wir kommen direkt zum Punkt und vielleicht habt ihr davon schon gehört. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ihr davon schon gehört habt. Ich blende das Ganze auch gleich nochmal nebenbei ein, denn... Pikachu redet im Film und ich muss ehrlich gestehen, Leute, oh mein Gott, Pikachu redet. Sie können doch nach 20 Jahren nicht Pikachu reden lassen, dann nicht in so einer Stelle reden lassen, weil das ist ja eigentlich ein Remake von, oder also das ist im Prinzip die alte Geschichte neu erzählt, also die erste Staffel von Pokémon, und wenn Pikachu da reden könnte, dann müsste es ja theoretisch auch in den nächsten Folgen reden können und allen anderen Filmen geredet haben, also reden können, und das gibt irgendwo keinen Sinn. Wisst ihr, wenn ihr jetzt in dem neuen Film Pikachu auf einmal hätte reden können, wäre es auch schon so, oh mein Gott, warum kann Pikachu nach 20 Jahren reden? Aber warum bei einem Film, der in der Vergangenheit spielt? Das habe ich nicht so ganz gecheckt. Falls das in der Lage irgendwas zu tun hat, ich habe irgendwas im Film nicht gecheckt, dass irgendwas passiert, dass er sich nur einbildet oder irgendwas, dann schreibt es bitte in die Kommentare, dann tut mir das Ganze aufregend leid, aber ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, redet es einfach in dem Augenblick und es ist einfach, oh mein Gott. Ich könnte mich aufregen, ich glaube auch, dass die Leute im Kino sich aufgeregt haben, wenn ihr euch ein paar Videos anguckt, es gibt ganz schöne Kinoreaktionen, uiuiui, da sind manche echt durch die Decke gegangen, es ist schon irgendwo krass. Also ich bin ein bisschen enttäuscht, bin ich ehrlich. Aber gut, abgesehen davon war der Film meines Erachtens mega, mega gut. Ist auf jeden Fall eine sehr, also eine Empfehlung. Ich mache jetzt hier keinen Spoiler zum Film selber, weil ihr könnt ihn euch gerne mal angucken, wer ihn noch nicht gesehen hat. Ich wollte eigentlich nur genau auf diese eine Szene eingehen und auch gerne eure Meinung dazu wissen. Wie findet ihr das? Findet ihr es gut, dass Pikachu angefangen hat zu reden? Findet ihr es, so wie ich, ein bisschen störend, ein bisschen nervend, ein bisschen, warum muss es sein? So ungefähr. Seht ihr das auch so? Also wie gesagt, ich würde mich einfach echt darüber freuen, wie ihr das Ganze seht. Könnt ihr es einfach in die Kommentare schreiben, wir können weiter drauf eingehen. Wenn ihr noch mehr Themen zum Film bereden wollt, wenn irgendwas euch einfällt, wo ihr sagt, hey, das im Film hat mir auch nicht so ganz gepasst oder das war eine echt geile Szene, wir müssen ja nicht über schlechte Sachen reden, wir können auch über gute Sachen reden, Leute. Schreibt es in die Kommentare, wir gehen auf jeden Fall drauf ein und werden in den nächsten Videos auf eure Wünsche eingehen. Bis dann, euer Shady. Tschö.